Leute, ich bin's wieder, euer Christian, wieder zurück auf YouTube mit einem neuen Gameplay von Clash of Clans. Ihr seht im Hintergrund meine Base wieder, wie jeden Tag, also nicht jeden Tag, ja, aber ich wollte sowieso sagen, als kleine Ankündigung, als Vorankündigung, dass ich jetzt ab nächster Woche werde ich erstmal wieder 6 Wochen umziehen, also da wohne ich dann woanders, da wohne ich nicht hier in meinem Zuhause, sag ich mal, da wohne ich dann 6 Wochen in einer anderen Wohnung, zwecks Ausbildung, weil unsere überbetriebliche Ausbildung findet teilweise in einem anderen Ort statt. Und da wohne ich eben in einer anderen Wohnung und dann ist es mir wahrscheinlich nicht möglich, so oft Videos hochzuladen, aber ich versuche am Wochenende immer ein Video hochzuladen. Ja, weil das wird mir schwer möglich sein dort, weil wir haben wahrscheinlich noch nicht mal Internet dort. Ist alles ein bisschen zurückgeblieben. Aber naja, werde ich mich mit Xbox Offline spielen zufrieden geben müssen oder so, mal schauen. Nun gut. Ja, gerade eben habe ich ja gesehen, ich wollte mich anmelden bei Clash of Clans, also vorhin schon, und habe gesehen, es wurde wieder etwas gebaut bei Clash of Clans, gleich am Facebook reingeguckt, bei Facebook gelesen, auf der Clash of Clans Seite, dass einige Sachen gefixt wurden, die nicht ganz geklappt haben bisher. Ich könnte euch die englische Liste jetzt einblenden, aber bringt nichts. Ich kann euch mal die wichtigsten Punkte erklären oder übersetzen. Zum Beispiel, es gab das Problem, damit man die XP nach dem Clan nicht erhalten hat in manchen Clans. Und das wurde jetzt gefixt. Auch wurde gefixt, dass bei manchen der Drachen eben nicht mehr visuell so dargestellt wurde. Mit den Feuerbällen und so, das wurde jetzt auch wieder behoben, das Problem. Ja, waren mehrere Sachen und auch, dass der Heiler jetzt neuerdings, also ich weiß nicht, ob es zu OP ist jetzt, weil der Heiler hat ja ganz früher, wie gesagt, alles ausgelöst, alle Luftbomben und auch die Skelettfallen. Dann nach dem Update hat er nur noch die Luftfallen ausgelöst, also schwarz und rot, also diese zwei, aber hat noch die Skelettfallen ausgelöst, hier. Und jetzt nach diesem Update, sage ich mal, nach dieser Fehlerbehebung, kann der Heiler gar keine Sachen mehr auslösen hier. Also weder die rote Luftbombe, noch die schwarze und auch nicht die Skelettfalle, wenn sie auf Luft gestellt ist. Ich meine, das ist auf Boden, was? Ich wollte eigentlich auf Luft stellen, ne? Schwachsinn. Egal. Ja, das sind jetzt die neuen Sachen, also neuen Anführungszeichen, neuen Sachen, die jetzt behoben wurden, die Fehler. Es waren, glaube ich, noch ein paar mehr. Aber ach ja, zum Beispiel eins war noch, damit man seltsame Namen nicht als Clan-Namen eingeben könnte, wie da hatten sie irgendein Beispiel von irgendeinem Schlitzach, hier so ein irgendeinem Japaner oder so, irgendein Kaiju, irgendwas. Hat es wahrscheinlich verpixelt angezeigt, also mit Sternchen, keine Ahnung warum. Und es wurde jetzt auch behoben. Ja, aber nichts weltbewegendes, sag ich mal, aber es war eben auch nur eine Fehlerbehebung. Aber ich habe ja bei Facebook eine Clash of Clans Gruppe, leite ich als Administrator mit. Und da haben gleich wieder 5, 6 Mann geschrieben, die Frage gestellt, ob noch ein Update kommt, ob sie es verpasst hätten und so. Da habe ich mich mal umgeschaut, dann habe ich halt das gefunden und dann für Aufklärung gesorgt. Nun gut, so wie dazu. Gut, würde ich sagen, suchen wir einen Angriff und ich habe auch, oh, eine neue Juwelenkiste, jawohl. Da habe ich dann, na gut, ich spare meine Juwelen, ich habe zwar welche noch, aber die sind eher nicht zum Gem gedacht, also die nehme ich meistens nur, wenn ich lange Zeit habe, Langeweile habe, dass ich meine Kaserne booste oder mal die Labor booste oder den König oder die Königin. Nun gut, so viel dazu. Dann lasst uns einen Angriff suchen. Mal gucken. Ich hatte heute ehrlich gesagt auch noch nicht so toll Loot gefunden. Ich weiß nicht warum. Aber ja, hätte besser laufen können. Aber vielleicht haben wir jetzt Glück und finden ja etwas Schönes. Naja. Mal schauen. Nur solche Rotz hier. Hatte ich heute länger schon, also öfter schon gehabt, bis 80.000 oder so. Und da sind die Minensammler immer so viertel voll. Und man kriegt eben nicht raus, also es lohnt sich eben nicht. Das ist eben, ach, was ist das jetzt wieder? Mein Gott! Dämliche Scheiße hier. Ja. Und was mich auch etwas bei Rathaus 10, ich bin jetzt Rathaus 10 schon seit ein paar Monaten, das mich auch ziemlich nervt, ist halt das Beutesystem. Also, ihr wisst bestimmt, dass je nachdem, dass ich jetzt gerade, wenn ich Rathaus 10 bin und beispielsweise in Rathaus 9 angreife, kriege ich eben nur 90% der Sachen, die ein Rathaus 9er oder abwärts bekommen würde.
Und bei Rathaus 8 ist es sogar, da bekomme ich noch 50%. Also angenommen, er hat 400.000 zu holen. Ein Rathaus 8er bekommt diese 400.000er. Aber ich als Rathaus 10er bekomme eben diese 400.000 nicht. Sondern bekomme eben nur 200.000. Das finde ich eben ein bisschen rotz. Und deswegen, oh mein Gott, ey, das nervt aber auch hier. Diese scheiß Blue Steaks. Ich verstehe nicht, kann mir mal in die Kommentare schreiben, ob das bei euch zu Hause auch so ist oder ob es nur bei mir so ist hier, weil das nervt ja wirklich, richtig. Manchmal geht's, manchmal irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum, aber ist eben so. Müssen wir jetzt mal zeitnah einen Angriff finden. Nicht, damit die Folge wieder allzu lang wird. Oh, hoho, das meine ich eben. Das sind wirklich halbvolle Sammler. Level 8 hier. Solche Kass. Solcher Ausschuss. Will keiner sehen, sowas. Will keiner angreifen. Lohnt sich hinten und vorne nicht. Ein bisschen nervige Angelegenheit hier. Ja. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Cut reinmachen soll hier oder so, aber die Spielersuche, das ist ja wieder extrem heute. Dass man wieder einen Spieler findet, der sich lohnt. Aber nein! Es gibt natürlich wieder keinen. Das ist eine Drecks-App. Mein Gott, du! Suchst du 5-6 Mal? Oh nein, na egal. Ich will mich ja nicht aufregen über so und solche Dinge. Also ich finde es allein schon schön, damit man es auf dem Computer spielen kann, der Substanz. Das macht ja auch das Aufnehmen für manche, also viel leichter. Ich nehme ja auch über den PC auf. Ja, manche können ja direkt über ihr iPad oder so aufnehmen. Aber ich sage wie gesagt am PC, wie ihr seht. Und da ist das durch dieses App Bounty, oder nicht Blue Steaks, ich habe es verwechselt gerade. Durch dieses Blue Steaks ist eben möglich, Aufnahmen zu machen vom PC, weil mein Handy nicht kompatibel ist mit dem Computer oder etc. Aber ich habe das... LG Optimus 4X HD habe ich. Habe ich schon länger, ist schon ein älteres Modell. Aber ich mag es irgendwie. Und solange es nicht kaputt ist, brauche ich eigentlich kein neues Handy. Und ja, da kann ich eben, wie gesagt, nicht aufnehmen damit. Und deswegen über den PC. Oh mein Gott. Ich glaube, ich mache ja doch mal einen Cut rein erstmal, weil das ist ja hier belastend, ist das hier. So, wir sind wieder zurück. Hab die Spielersuche aufgegeben, leider, weil wirklich, ich habe einfach gar nichts gefunden, ich weiß nicht warum. Egal, jetzt wollte ich euch, ich habe hier vorhin einen schönen Angriff gehabt. Hier, diesen Angriff wollte ich euch zeigen, aber nein, es geht euch auch nicht, weil dieses Update, Anführungszeichen, kam, deswegen kann ich es euch auch nicht zeigen. Deswegen zeige ich euch, ob nämlich die Verteidigung wurde vorhin angegriffen. Der hat auch etwas mehr geholt als sonst. Üblich, weil ihr seht, bei mir sind 425.000 im Durchschnitt zu holen von beiden. 2440 Dunkles. Bin ich schon froh drüber, dass kein Geier kam, mich da wieder einen Blitzschlag reingesetzt hat. Aber naja. So, ich habe mir das selber nicht angeguckt, die Wiederholung. Das ist schon erst das Rathaus gegeiert. Da hinten falsch. Das Rathaus gegeiert. Dann wahrscheinlich mit den restlichen Bogenschützen zugeschlagen. So, schauen wir mal. Ja, aber. Wenn er nur 100.000 geholt hat, dann hat er sich wahrscheinlich auch nur das eine Lager geholt, was da vorne der Ecke steht. Ja. Schauen wir mal rein in die Sache hier. Aber mehr kann es eigentlich gar nicht sein, weil 100.000 kann nur aus dem Lager sein dort. Bisschen dunkel ist noch aus dem Bohrraum, das war's. Ziemlich peinliche Sache. Oh, ich habe sogar noch einen einzigen Bogenschützen der Clownburg. Der wird die Sache verteidigen wahrscheinlich. Naja, gut. Ihr seht es ja selber. Ich könnte nicht viel holen, hat es aber auch nur Bogenschützen mit. Setzt er die Bogenschützen jetzt auch noch, oder? Oder nicht? Ich denke, er setzt sich schon noch die Bogenschützen. Aber sonst hätte er jetzt fast gar nichts geholt. Das wäre natürlich extrem peinlich. Aber setzt er die Bogenschützen noch, um sich das bisschen Exil zu holen dort noch. Gucken wir mal, als auch der Inferno-Turm losgeht irgendwann. Den habe ich noch nie auf 3 schießen sehen, also auf Level 3. Oh Mann, sowas. Ein Lager von möglichen 8. Richtig stark. Und die Riesenbombe ausgelöst noch. Ah nein, doch, sind noch mehr an der Clownburg dann. Nun gut, aber nicht mehr dann vorne hat geschossen. Schade, meine Leute. Alles klar. Und dann soll es jetzt gewesen sein zu diesem Thema.
Angriff kann ich leider nicht zeigen, aber ich wollte euch mal über das neue Fixed Update aufklären. Okay Leute, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal, euer Christian.